Näschen hoch und schütteln. Schwänzchen hoch und rütteln. Vorderbrötchen hoch und fallen. Und dann haben die Mäusebäckchen. Rechtes Bein, linkes Bein. Steigen in den Fahrstuhl rein. Drücken auf den Knopf ganz oben und wir werden hochgezogen. Die Tür geht auf, wir steigen aus und alle Riesen stampfen nach raus. Und eins, zwei, drei, alle stehen im Kreis dabei. Jetzt fassen wir uns alle an die Hände. Die Arme fallen nach unten. Wir gehen einen Schritt zurück. Wir werden ganz schief und krumm. Halten uns jetzt in dieser Position. Und jetzt versuchen wir, eine gewisse Körperhaltung da reinzukriegen. Das heißt, die Beine werden gestreckt. Die Füße gehen nebeneinander. Und wir werden wieder größer und wischen uns auf und setzen die Schultern oben drauf. Ja? Wichtig ist, dass wir jetzt eine gestreckte Haltung haben und deswegen schießen wir jetzt unseren Tanzfaden, den wir oben an unserem Scheitel befestigen, ganz oben an die Decke. Und er muss dann oben ganz festsetzen, also ganz nach oben. Und jetzt versuchen wir uns mit diesem Tanzfaden auf die Zehenspitzen nach oben zu ziehen und dabei die Balance zu halten. So, und jetzt testen wir, ob der Tanzfaden bei euch auch gut sitzt. Versucht die Balance zu halten und wir gucken mal, wie gut ihr es gleich gestalten könnt. Denkt immer dran, der Tanzfaden hält euch da oben, ganz egal. Gut. Na, so müssen wir.